Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Spieleentwicklung in Java mit libgdx. So, heute geht es um das Verändern unseres kleinen Sprites. Wir wollen nämlich, dass er sich bewegen kann. Dazu mache ich ihn gerade mal kurz zu. Ich habe ihn nämlich gerade eben schon ausprobiert. Okay, wir wollen, dass sich unser Skelett also bewegen kann, sobald der User links oder rechts drückt. Und dazu hat GDX uns wunderbare Methoden zur Verfügung gestellt. Wir gehen hier runter in die Render-Funktion. Und hier unten fragen wir dann ab, ob unser User gerade, oder wir selber, wenn wir selber spielen wollen, ob wir gerade auf einen Button gedrückt haben. Und das machen wir mit einer if. If gdx. Und hier haben wir die Möglichkeit, auf Input zu gehen. Input.isKeyPressed. So. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einfach alle Keys abzufragen, nämlich genau den wir brauchen. Wir haben hier nämlich ein Enum aus allen Keys, die finden wir in input.keys. Da können wir uns dann einfach einen aussuchen, ganz easy. Und zum Beispiel sagen wir, wenn wir uns nach links bewegen wollen, sagen wir left. Okay, so. Und wenn wir uns nach rechts bewegen wollen, sagen wir right, aber das machen wir sofort. Wenn wir jetzt unseren Sprite verschieben wollen, dann brauchen wir nur eine einzige Funktion aufrufen, das ist die sprite.translate. Funktion. Und hier wollen wir natürlich nicht y, sondern wir wollen nur, dass er sich nach links bewegt, nicht nach oben. Und dazu sagen wir hier, wir nehmen die translate x Methode und jetzt wählen wir hier aus, wie viel er sich nach links bewegen will oder soll. Achtung, nach links bedeutet, wir brauchen ein Minus vorne dran und wir müssen immer mit floats arbeiten. Hier, wir sagen jetzt einfach mal um 10 Pixel nach links oder sagen wir um 5, dann ist er nicht so schnell. Okay, so und jetzt brauchen wir noch die zweite Möglichkeit hier. Wir kopieren es einfach, if er nach rechts gedrückt hat, right, dann wollen wir ihn um 5 Pixel nach rechts versetzen. Da muss das Minus dann einfach weg und wir sind gut dabei. Wenn ihr jetzt hoch und runter noch haben wollt, dann nehmt ihr einfach noch if nach oben gedrückt und nehmt y als Methode und so weiter und so fort. Ganz easy also. Gut. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir noch ein Problem, nämlich dass unser kleines, liebes Skelett ein bisschen zu groß für den ganzen Kram hier ist. Deswegen wollen wir ihn noch skalieren. Dazu sagen wir, upsala, sprite.setScale. Und ja, ich würde euch immer empfehlen, beides gleichzeitig zu skalieren, sonst ist er nachher komplett deformiert, bisschen zu breit oder zu dünn oder sonst irgendwas. Deswegen nehmen wir hier jetzt einfach das und sagen hier 0,25. Achtung, auch hier brauchen wir einen Float hinten dran, denn mit Doubles funktioniert das Ganze nicht so richtig. Okay, so sprite.setScale 0,25f. Okay, wenn wir das jetzt laufen lassen, passiert das hier. Und wir haben einen wunderbaren Sprite geschaffen, der sich von links nach rechts bewegt, wenn ich meine Tasten drücke. Und die ganze Zeit natürlich immer noch haut, denn das haben wir ja immer noch nicht ausgestellt. Wenn ihr jetzt die Animation zum Hauen haben wollt, oder weg haben wollt, dann macht ihr einfach das hier raus. Und wenn ihr eine Laufen-Animation haben wollt, dann nehmt ihr halt einfach hier diesen Timer und lasst ihn hier durchlaufen. Also packt quasi die Animation hier rein. So, das würde ich euch sowieso empfehlen, die ganzen Animationen in eigene Funktionen auszulagern. Und von dort geht es dann deutlich leichter. Okay. So, jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Ach so, jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Ich bin schlau und ich muss es wieder verschieben. Okay, wir haben hier das Problem, dass wir den Sprite rausbewegen können. Und wir können ihn natürlich auch auf der anderen Seite rausbewegen. Und außerdem haben wir ihn immer noch auf eine Seite blicken. Das heißt, er ist immer nur nach links gewandt, auch wenn wir nach rechts gehen. Das heißt, er läuft eigentlich rückwärts, was nicht so cool ist. Okay, jetzt wollen wir natürlich beides fixen, weil wir so cool sind. Gut, wenn wir hier jetzt sagen, if... wenn der Sprite außerhalb unseres linken Bildschirmrands läuft, das heißt, if sprite.position, getPosition, getX heißt es, genau, getX, ich vergesse mal, wie die Methoden heißen, if getX kleiner 0, also wenn unser Sprite kleiner oder eine X-Position kleiner als 0 hat, dann sagen wir, er kann sich nicht weiter bewegen. Also passiert hier gar nichts mehr danach, deswegen wollen wir eigentlich, dass sich im anderen Fall, wenn x größer als 0 ist, etwas tut und nur dann bewegt er sich nach links. So, genau dasselbe machen wir jetzt hier wieder, nur dass wir hier die rechte Seite brauchen und die rechte Seite ist ein bisschen komplizierter, weil wir da natürlich die Grenzen betrachten müssen. Also hier brauchen wir aber das auch noch bitte. So, okay. Wir sagen, wenn x kleiner ist als... So, und jetzt müssen wir gucken, wie groß war denn unser Bild. Naja, unser Bild war gerade so um die 1350 breit, also sagen wir hier 1350, dann kann er sich nach rechts bewegen, allerdings natürlich mit Plus.
Okay, lasst uns mal angucken, was wir gerade gemacht haben. Wir haben ihm nämlich jetzt einfach verboten, dass er weiterläuft. Und ja, offensichtlich ist unser Bild leicht verschoben. Das liegt daran, dass wir den Sprite skaliert haben. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Das ist ein bisschen doof. Jetzt müssen wir raten, wie viele Pixel wir hier haben. Deswegen ist Skalieren immer so eine Sache. Am besten schaut ihr, dass ihr direkt die passende Größe findet. Und ich packe jetzt hier so lange mal ein minus 200 hin und hier packe ich so lange einfach 1150 hin. Das sollte ganz grob hinkommen. Wir können es uns ja nochmal kurz anschauen und checken, ob das jetzt so passt. Ja, das ist in Ordnung. Also Akku weiter braucht er auch nicht laufen. Und hier können wir noch ein bisschen mehr rauslaufen, aber das macht ja nichts. Wir sind gleich wieder da. Also ich kann hier noch ziemlich weit laufen, aber wir sehen nicht allzu weit. Also wenn ich dann zweimal oder dreimal wieder auf nach links drücke, dann sind wir schon wieder im Bild. Also wir sind knapp dabei. Passen wir vielleicht noch ein bisschen hier an, einfach auf 1050 gehen und ja, passt so. Okay, was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass unser lieber Sprite auch in die andere Richtung guckt, wenn wir jetzt in die andere Richtung laufen. Wir wissen, dass unser Sprite standardmäßig nach links guckt, deswegen brauchen wir ihn auch mal nach rechts gucken, wenn wir in die Richtung rechts laufen. So, also sagen wir hier, wir wollen, dass wir ihn umdrehen. Aber dazu, wir sagen erstmal, dass wir ihn umdrehen wollen. Ich zeige euch sofort, was ich als Problem empfinde. Sprite.flip. So, jetzt können wir sagen, wollen wir ihn in X-Richtung flippen? Also wollen wir ihn andersrum gucken lassen? Ja, wollen wir. Wollen wir, dass er von oben nach unten hängt? Nee, das lieber nicht. Okay. So, und wenn wir das jetzt machen, dann haben wir ein kleines Problem, nämlich folgendes. Immer wenn er nach rechts geht, dann macht er das hier. Er flippt sich permanent und das ist irgendwie hässlich. Das sieht nicht so gut aus. Wir wollen, dass er sich nur einmal flippt. Deswegen sagen wir hier, wenn er nicht geflippt ist, dann soll er sich bitte flippen. Also if sprite.isflipped in x-Richtung, dann soll er sich flippen und ansonsten nicht. So, und jetzt sagen wir aber auch noch Folgendes, denn jetzt haben wir ihn immer nur nach x gucken. Ich zeige euch einfach mal kurz, was ich meine, was ich als Problem empfinde. Ja, wir wollen speichern. So, jetzt dreht er sich nicht um, weil er nicht geflippt ist. Tut mir leid, ich habe hier ein Not vergessen. Okay, so. Jetzt dreht er sich einmal um und dann dreht er sich wieder zurück. So, wie wir es wollen. Okay, aber sobald wir hier die rechte Maustaste loslassen, flippt er sich nicht mehr. Beziehungsweise flippt er sich wieder zurück. So, wie wir das eigentlich auch wollen. Und ja, sieht ziemlich cool aus. Jetzt können wir den Kerl laufen lassen, bis er fertig gelaufen hat halt. Und er haut halt einfach die ganze Zeit drauf los. Okay, so macht ihr also Benutzereingaben und könnt so ein bisschen kontrollieren, wo euer Sprite sich hinbewegt. Viel Spaß damit und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.